meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es soweit, ich färbe mir jetzt die Haare schwarz. Ich bin schon ganz gespannt, wie es wird. Ich benutze dieses Produkt von Olia, von Garnier. Ja, ich bin gespannt. Ich habe euch in dem letzten Video auf den Allergietest hingewiesen und ihn auch gemacht. Schaut es euch sehr gerne an, ich verlinke euch das. Nein, da oben. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwo hier oben auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir brauchen ein paar Klammern. Kämme, dann habe ich hier noch so eine Klammer für das Handtuch, was man drüber legen sollte. Und die Ohrringe müssen wir auch abmachen. Das tun wir auch. Als erstes nehmen wir die Ohrringe raus. Das habe ich nämlich, glaube ich, bei dem letzten Haarfärbevideo vergessen. Da wurde ich, glaube ich, ganz oft drauf angesprochen und ich hatte einen Kaugummi im Mund. Sorry, Leute. Ja, könnt ihr euch auch gerne mal oben angucken. Verlinke ich euch auch das Video. Ohrringe sind draußen. Ich habe mir auch neue Ohrringe geholt für eine schwarze Haarfarbe. Irgendwie bin ich die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, ob ich das überhaupt machen will. Denn schwarz ist schwarz, Leute. Erstmal mache ich mir einen Zopf so lange. Dann machen wir ein Handtuch. Und dann muss ich noch meine Ränder alle einschmieren. Leider habe ich kein Kokosnussöl mehr. Ist mir gerade runtergefallen. Das ganze Glas ist mir zerscheppert gerade. Ja, deswegen muss ich jetzt Arschcreme vom Penaten nehmen für meine Sachen. Von vorne, von hinten, von allen Seiten. Man kennt's. Ihr wisst schon. Das gibt bestimmt Pickel, Leute. Naja, egal. Besser als schwarze Haut. Machen wir hier auch mal. Gleich bin ich komplett weiß. Egal. Puh, ich bin excited schon so. Komm, wir gucken nochmal, wie ich mit schwarzen Haaren aussehen würde. Ich weiß nicht. Wir mischen das jetzt hier zusammen. Was für ein Dreck. Leute. Ich habe echt Angst. Ich gehe jetzt live. Ich brauche jemanden dabei. Ich brauche seelische Unterstützung. Erstmal müssen wir das Produkt schütteln. Oh, jetzt kommt die... Mann, ich bin am Video drehen! Oh. So, wir haben das Ganze jetzt 30 Sekunden, beziehungsweise 3 Minuten oder auch 10, geschüttelt. Ja, ich bin sehr nervös. Ich bräuchte jetzt echt meinen großen Kamm. Oh Mann. Meine Lieben, ich habe jetzt alles aufgetragen. Ich lasse das jetzt einwirken und hoffe einfach, dass es nicht grün wird. Ich bin übrigens im Livestream, ihr seid alle dabei. Soll ich jemanden grüßen? Okay, das soll jetzt zwischen 20 und 30 Minuten einwirken. Ich hoffe, das ist jetzt okay so. Ich denke doch. Das soll jetzt zwischen 20 und 30 Minuten einwirken. Und ich muss meine Tochter abholen. So, meine Lieben, ich habe meine Haare jetzt gewaschen und werde sie jetzt föhnen gehen. Und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Das ist das Endergebnis. Ich bin positiv mal wieder überrascht. Ich, ja,
Ich hatte so Schiss, ich habe fast eine Stunde überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Es ist super schön einheitlich geworden, es ist eine wunderschöne Farbe geworden, ein wunderschöner Farbton ist das auch. Also ein schönes, sattes Schwarz, richtig geil. Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen aufhübschen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, mein Lieben, ich bin noch im Livestream hier auf TikTok. Mittlerweile sind wir immer noch 1200 Leute, die zuschauen. Danke erstmal dafür. Und ja, ich habe jetzt mal gesagt, ich grüße noch mal ein paar Leute, weil vorhin war die Kamera, glaube ich, wieder nicht an, als ich die Grüßrunde gemacht habe, aber jetzt machen wir das. Okay, die Iselle möchte auf jeden Fall gegrüßt werden. Liebe Grüße, Iselle. Die Katrin, ich suche mir jetzt 10 Leute raus und dann grüße ich euch. Und beim nächsten Mal, ja, mache ich dann halt immer 10 Leute. Mama. Ja? Soll ich das essen? Nein, lass das einfach. Tu das weg besser. So. Genau, die Oma ist auch schon wieder da. Ich habe sie gerade abgeholt. Liebe Grüße an die Shanti, an die Yvonne, an die Rebecca natürlich, an die Janine, an die Laura, Annabelle, die Isabel. Dankeschön für die TikToks und für die Rosen übrigens. Dankeschön, Emde und Laura Fördmann. Liebe Grüße gehen an Fenja, an die Kati, an die Nadine, die Miri, die Leonie, die Larissa, keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon habe. Dankeschön, Annie, an die 8. Vielen Dank für die Rosen. Liebe Grüße an Andrea, an die Jacqueline, an die Lara, an Anouk und die Lorraine. Das waren heute diejenigen, die ich gegrüßt habe beim nächsten Video. Ich drehe jetzt hoffentlich jeden Tag ein Video. Werde ich jetzt jeden Tag 10 Leute von euch grüßen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit meinem Make-up weiter. Bis gleich. Das ist der fertige Look. Geschminkt und fertig gemacht. Ja, ich trage jetzt noch ein paar Ohrringe auf, die ich neu gekauft habe, extra für meinen neuen Look bei DM. Wir hacken jetzt ein richtiges Glow-Up. Meine Güte. Ich bin wieder am Start. Sorry, meine Tochter guckt gerade Fernsehen. Die musste sich gerade mit Haarfarbe auf dem Kopf abholen von der Kita. Ja. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Screenshot gemacht davon. Dann schickt mir das bitte mal bei Instagram. Dann kann ich das hier mit ins Video reinpacken, den Screenshot. Jetzt regnet es auch noch, Alter. Ah, da gibt es jemanden mit Screenshot. Sehr gut. Und zwar die Momo Sapsap. Die Momo Sapsap. Die hat einen Screenshot gemacht und schickt mir das auf Instagram. So. Sehr, sehr hübsch sehen die übrigens aus. Stört euch nicht daran. Hier ist natürlich noch ein bisschen Haarfarbe jetzt auf der Haut. Das wird morgen, übermorgen auch weg sein. Ich mache das nachher mal mit Asche. Ja, meine Lieben, da ist auch meine Kamera leider dann ausgegangen. Das ist jetzt die Endcard. Und ja, es ist schon spät abends. Ich schneide gerade das Video fertig für euch. Es ist gleich fertig. Lade ich jetzt gleich hoch. Dem Thilo gefällt es. Ich habe seine Reaktion auch mal mit hier reingepackt. Hat mir nämlich auch jemand geschickt. Ja, das wäre... Sagen wir Tschüss? Ja. Also ich zeige euch noch seine Reaktion. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss! Oh. Mama, ich habe heute schon Haare gemacht. Oh. Hübsch, hübsch. Ja? Ja. Das gut aus? Auf jeden Fall. Schon wieder neue Freunde, ne? Hallöchen. Sag mal. Ja, der ist noch so Farbe. Das muss noch, das geht noch weg. Sieht gut aus. Jetzt echt? Ich habe noch was vergessen. Und findet ihr es jetzt besser? Wenn ja, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren. Glocke kommentieren. Aktivieren. Oh Mann! Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Aktivieren.